Danke, Günther Beckstein. Mit einem Friedhof der Versäumnisse protestierte die SPD in Pfaffenhofen gegen die Politik des amtierenden Bürgermeisters. Auf symbolischen Grabsteinen werden alle Projekte dargestellt, die im Laufe der Zeit in der Ilmstadt gestorben sind. Die Sozialdemokraten wollen damit auch zeigen, dass Wahlkampf originell sein kann. Gute Ideen, verpasste Chancen und ungetätigte Zukunftsinvestitionen. Das sind die Leichen im Keller des Bürgermeisters von Pfaffenhofen, zumindest aus der Sicht der dortigen SPD. Die hat jetzt im Wahlkampf einen Friedhof der Versäumnisse präsentiert. Dort liegt nicht nur die Entwicklung der Innenstadt begraben. Wenn man sich die komplette Stadtpolitik der letzten Jahre anschaut, wie gesagt, das sind Pflichtaufgaben, das sind Dinge, die man von jedem erwarten kann. Ein Bürgermeister, der dieses Minimum nicht erfüllt, da ist es nicht wert, Bürgermeister zu werden. Das Minimum hat Hans Brecht erfüllt. Draufsetzen kann er nichts. Nach 20-jähriger Diskussion sei die geplante Tiefgarage unter Brechters Führung zu Grabe getragen worden, so die SPD. In vielen Bereichen werfen die Roten dem schwarzen Bürgermeister Versäumnisse vor. Alles, was in den letzten Jahren gemacht wurde, sind Dinge, die Hans Brecht entweder in den Schoß oder aufs Dach gefallen sind. Seine größten drei Projekte, die er auch immer wieder in der Öffentlichkeit anführt, ist der Hauptplatzumbau. Es hat 20 Jahre gedauert, bis man hier zu einer Entscheidung kam. Das ist die Bahnhofssanierung, der Bahnhofsumbau. Gut, das lag an im Zuge des Umbaus der Strecke München-Ingolstadt. Und das Dritte, was immer wieder angeführt wird, ist das Rathaus. Das ist sein Prestigeprojekt, das ist die Krönung des Ganzen. Bei der Rathaussanierung habe der Bürgermeister Probleme bei der Statik zu spät erkannt, obwohl das Gebäude ja erst 140 Jahre alt sei, spottet die SPD. Für sie ist die Ära Brechter nur noch eine Frage der Zeit. Brechter hat in der letzten Wahl 2002 nur 52% gehabt. Das heißt, 2% fehlen zur Stichwahl und 2 bis 3 Plätze bei der CSU oder bei einer anderen Partei weniger. Und wir haben völlig neue Verhältnisse im Stadtrat. Also ich denke schon, dass das eine Perspektive ist. Die SPD in Pfaffenhofen plant noch weitere spektakuläre Wahlkampfaktionen, um ihr Ziel zu erreichen, den amtierenden Bürgermeister in eine Stichwahl zu zwingen.